Palais Saurau. Man schätzt die Bauzeit des Palais Saurau ungefähr auf die Jahre 1564 bis 1566. Der Grazer Schlosshauptmann Freiherr Pongratz von Windischgrätz ließ es errichten und verkaufte es 1629 an den damaligen Landeshauptmann Grafen Karl von Saurau weiter. Grund dafür war, dass Windischgrätz als Protestant die Steiermark verlassen musste. Im 18. Jahrhundert ließen die Nachfolger des Grafen Saurau das Palais barockisieren und zum Stadthaus und Verwaltungssitz der Familie ausbauen. Besonders bemerkenswert ist das geschmückte Portal. Es ist ein rustizierendes Rundbogensteinportal. Hier findet man auch das im Jahr 1630 eingefügte Wappen des Grafen von Saurau. Am oberen Ende ist es durch ein reich verziertes, schmiedeeisernes Oberlichtgitter abgeschlossen. Dieses zählt heute zu den bedeutendsten barocken Kunstschmiedearbeiten in der Steiermark.